Genau, das ist ja auch ganz toll. Okay, abbrechen. Kostet nämlich alles Mana und Mana haben wir nicht mehr so viel. Okay. Und wir haben... Warte mal, wie ging das? Okay, passt schon. Aber das Herz ist ja eigentlich am wichtigsten, könnte man fast sagen. Was haben Sie mit mir gemacht? Hallo Pascal. So, ich glaube, hier geht's weiter, ne? Genau, das mit dem Büro, das machen wir dann auch. Hier waren wir drin. Da ist noch ein... das Knochenartefakt ist auch da draußen. Ich wollte da hinten noch gucken, ne? Weil irgendwie, ich kam ja ursprünglich von da, meine ich. Und mal schauen, was da hinten noch so ist. Wir können nur an den Kena-Wunsch am 7. dran ersetzen durch Thors Wunsch. Wenn er noch Urlaub hat. Ah, ist schwierig, White Bee, weil genau wegen den 4 Stunden, da müsste ich noch was anderes umtauschen. Gerade deswegen ist es nicht so einfach, das einfach zu tauschen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht den ganzen Plan umschmeißen, ehrlich gesagt. Warte mal, wer war das denn? Was heißt den ganzen Plan umschmeißen, aber ich habe mir das alles schon so schön ausgerechnet, dass die ganzen Wünsche halt jetzt drinstehen. Und dann müsste ich ja auch gucken, wo es dann wieder hinsetzt. Und es ist halt jetzt gerade nicht einfach mit zusätzlichen Streams. Also Tales of kommt ja einmal im Monat. Ne, versteht mich nicht falsch. Tales of kommt ja regelmäßig. Aber es geht ja darum, jetzt extra das nochmal nachzuholen, weil es einmal nicht geklappt hat. Das ist gerade schwierig. Damit möchte ich die regulären Streams eigentlich drin lassen, so wie sie sind. Also die regulären Wünsche. Tür des Kunsthändlers. Moment mal, wir reden mal mit dem. Griff. Ich glaube, den kenne ich noch gar nicht, oder? Griffs Angebote gehören zu den Festen der Insel. Ah, das ist der Händler, den ich befreit habe. Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Gute Preise, versprochen. Der hat sich jetzt da oben hingeplackt. Lassen Sie mal sehen, was Sie alles gesammelt haben. Warte mal, wollte ich nicht noch was von ihm? Kugel statt Bauplan, Vergrößerungslinse, Sokolovs Formel. Ich hab ja eigentlich genug Münzen, ne? Ich muss ja so gesehen nicht sparen. Diese Baupläne. Hero kann sie dazu verwenden, um meine Flüssigkeit zu destillieren, die Gesundheit wiederherstellt und gegen die Seuche schützt. Baupläne an sich sind schon sinnvoll, ne? Dass man das einmalig kauft und dann immer herstellen kann oder kaufen kann. Das kostet jetzt auch nicht die Welt. Können wir jetzt eigentlich ja mal machen. So. Kabelwerkzeug. Das ist klar. Bolzen und so. Der Rest ist eh klar. Aber diese Baupläne... Ich denke, die kaufe ich mir mal. Ja, habe ich doch gesagt. Wieso lüge ich jetzt? Hä? Ich habe doch gesagt, die sind ausgefallen. Ich weiß, dass die ausgefallen sind. Aber das Nachholen geht jetzt halt nicht so einfach. Also nochmal. Monatlich kommt Thors. Wenn es jetzt nicht gerade wegen irgendetwas ausfällt, ne, was auch andere Projekte betreffen kann. Aber das Nachholen ist gerade schwierig. Ne? Weil die anderen regulären Wünsche, die stehen ja drin. Und das war jetzt halt einfach Pech, dass was ausfällt. Es passiert ja selten, aber manchmal passiert's. Und ja, wegen Krankheit dafür kann man ja auch nichts. Ist jetzt halt so. Jetzt seid mal nicht so streng mit mir, Leute. Sammle Baupläne, um neue Verbesserungen und Ausrüstungsgegenstände in Pieros Werkstatt beim Haunpits Pub freizuschalten. Genau, das ist doch cool. Achso, so kaufe ich das gar nicht. Achso, Enter. Moment. Doch, ich hab's gekauft anscheinend. Okay. Den noch. Gut, und den Rest will ich nicht. Flaschen, Flaschen.
kann zurzeit nicht geöffnet werden. Kann ich das Schlüsselloch gucken? Na, hier nicht, okay. Leertaste zum Verstecken. Nee, das ist nichts zum Verstecken. Okay. Oh, ich könnte die Bolzen nehmen. Ach, das ist ja cool. Huh. Du kannst keine Munition dieses Typs mehr tragen. Oh, okay. Es gibt ein Maximum. Naja, ist ja auch sinnvoll, ne? Hm, ja, das nochmal mit, wo waren das? War das hier? Nee. Tab? Nee, I. Such gerade das, Inventar. Mann, das nochmal. Ich muss nochmal in die Steuerung gucken. Sitzt noch nicht so, aber das kommt noch. Das kommt schon noch. So. Leertaste springen, schleichen, sprinten. Das ist alles klar. Blocken, würgen, da. Daumentaste wichtig. Aber ich suche gerade, ja, sowas wie das Tagebuch zum Beispiel. Gesundheit. F5. Ja, okay, dann meinte ich wohl das Tagebuch. J. Ah, da komme ich auf alles. Okay, alles klar. Genau, aber da brauche ich ja das. Genau, wir haben einmal auf Beherrschung und Teleportieren gemacht. Das muss ich ja dann zu dem Typen bringen, ne? Knochenartefakte, genau, das sind 7 von 7 drin. Da haben wir uns ja das letzte Mal schon drum bemüht. Okay, okay. Gut. Wunderbar. So, mein Herz. Mein Herz. Ja, der chillt also jetzt immer da oben. Wo kam ich eigentlich her? Von da? Von da? Na, ich lasse mich auch nicht ärgern, aber ich lasse mir auch nicht nachsagen, dass ich hier lüge. Hallo? Da hört es aber auf. Es tut mir natürlich leid, ne? Aber es wird auch wieder etwas freier. Es ist jetzt halt auch wieder ein bisschen zusammengestaucht, weil wir donnerstags Dead Space haben als festes Programm. Also haben wir nur noch 2 Tage in der Woche variable Wunschgames, die auch nicht immer variabel sind. Okay. Versuchen wir einfach für die Zukunft diesen monatlichen Tales of einzuhalten. Ich bin froh, wenn die regulären Streams klappen. Aber für zusätzliche kann ich momentan keine Zusagen machen. Rattenspieß. Ja, einmal können wir essen. Den Rest heben wir uns mal schön auf. Okay. F5 war speichern, ne? Hallo Gandalf, sei gegrüßt. Ja, ich gebe mir Mühe, dass der Montagsfluch nicht eintrifft. Gerade bei Toss, weil ich ja weiß, dass wir das nicht einfach dann sonst wohin verschieben können. Aber das war ja jetzt nicht einfach so nach dem Motto, ich habe keinen Bock Montagsfluch. Das war ja eher Krankheit, ne? Auf beiden Seiten, wenn ich mich recht erinnere. Einmal so, einmal so. Okay, da vielleicht noch rein. Geht das? Ist das noch ein mir unbekanntes Haus oder waren wir da schon? Ich glaube, da waren wir noch. Oder? Bin mir nicht sicher. Ich gucke einfach mal.
da ist nix. Gar nicht sicher, ob ich das Haus kenne. Ah, war das das Haus von der... Von der Tussi? War das das Haus? Ja. Jetzt erinnere ich mich. Wo ist sie jetzt hin? Ach, ich glaube, die läuft manchmal da unten rein, ne? Ich erinnere mich. Okay, alles klar. Genau, da haben wir für sie aufgeräumt. Ja, dann zocke ich halt Okami im Altersheim, dann ist das halt so. Ich habe ja vor, noch ein bisschen länger zu machen. Von daher alles gut. Ich bin jetzt gerade voll unschlüssig, ob ich da schon hin will, aber... Okay. Jetzt sind wir da. Jetzt schaue ich mich hier um. Da hinten ist das Büro. Eine Rune. Ah, nein, die ist auch schon wieder super weit weg. Das ist das mit der Lichtwand, die ist da hinten. Okay. Ich kann mich ja in Ratten verwandeln, ne? Aber ich habe noch nicht so ganz den Sinn verstanden dafür. Einfach nur, um zu spähen. Ah ja, jetzt weiß ich wieder genau. Da war das mit der... Lady, doch, dann haben wir da hinten doch alles gemacht. Okay. Okay. Da war der Typ, genau. Da haben wir nochmal theoretisch eine Map. Gebietskarte. Oh, die ist schick. Können wir nochmal gucken. Boulevard. Also im Grunde haben wir jetzt nur die Ecke hier gemacht, ne? Sonst noch nichts. Das ganze Zeug hier ist noch unbekannt. Okay. Ja, ich weiß nicht mehr, was dazwischen kam. Ich weiß noch, Montag war es noch zu krank. Dann haben wir gesagt, okay, wir legen es auf Freitag und Samstag. Und da kam dann mir was dazwischen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es krankheitsbedingt war oder was mit Alessa. Ich weiß es nicht mehr. Aber es hatte auf jeden Fall einen guten Grund gehabt. Weil, glaubt mir, ich bin bemüht, gerade wenn es... So, zum Beispiel jetzt auch Phoenix Wright. Da weiß ich, okay, das geht nur maximal zweimal im Monat. Anders ausweichen können wir nicht. Und da bin ich bemüht, das auch einzuhalten. Ah, da kam... Ich kam hierher. Ich erinnere mich an die Frau. Alles klar. Okay. Was ist denn das? Auch bis ich zum Stuhl umfalle. Das glaube ich der Conny. Ja, das war jetzt dumm, ne? Okay, okay. Strengen wir uns mal an. Konzentrieren wir uns jetzt mal aufs Spiel hier. Ja, ich glaube, der ist nicht so gut gelaunt. Wie ging das mit dem... Ups. Okay, egal. Da war doch gerade noch einer. Shit. Die Lichtwand noch 96 Meter. Was haben wir denn hier? Ah, noch mehr Gesundheitselixiere. Mana. Ein Walöltank. Aber den will ich doch jetzt nicht mit mir rumschleppen, oder? Den hat er doch so fett in den Händen dann. Oh shit, die können mich sehen. Ich bleib mal lieber geduckt. Kabelwerkzeug, nice. Notiz für Unteroffizier... Was ist das? Unteroffizier Hayburn. Hayburn.
Alle Bauteile der Lichtwand wurden zu ihrer Station gebracht und ich erwarte, dass die Anlage noch vor Mitternacht ihren Dienst tut. Ihnen steht außerdem noch einige Walöltanks zur Verfügung, falls Sie welche benötigen. Des Weiteren ist mir zu Ohren gekommen, dass einige Wachmänner nach wie vor der pubertären Beschäftigung des sogenannten Rattenverbrennens nachgehen. Denken Sie daran, Walöl ist teuer. Behalten Sie Ihre Männer im Griff, Hauptmann Kurno. Okay. Ja, zocken geht auch, wenn man krank ist, ne? Sehe ich zumindest so. Allerdings streamen mit Stimme und so, das ist dann natürlich wieder eine andere Geschichte. Okay. Physio. Dann viel Erfolg dabei. Vegetarische Frikadellen mit Kräutersoße. Mhm. Okay. Warum auch nicht? Ist das ein Alarm? Habe ich was falsch gemacht? Springmine. Haftet an der Oberfläche, indem du zunächst zielst und dann Rechtsklick drückst. Dann kann ich ganz klassisch wohin, ne? Sie wird ausgelöst, wenn ein Gegner sich ernährt und schleudert eine Wolke von Schrapnellen von sich. Okay, das klingt das Bild, ey. Das klingt auf jeden Fall spaßig. Ach, Flashknepp. Alles klar. Macht dann natürlich schon mehr Sinn. Haben die mich entdeckt? Nee, oder? Was war das für ein komisches Geräusch? Missionshinweis aktualisiert. Wird eine Lichtwand von einem Objekt aktiviert, wird Walöl aus dem an die Wand angeschlossenen Tank verbraucht, der nur ein begrenztes Fassungsvermögen besitzt. Wenn er leer ist, ist er leer. Okay. Das muss ich mir in der Praxis anschauen, wie das funktioniert. Mal gucken, wo dieser Typ ist jetzt. Warte mal, ich habe diese Mine jetzt in der Hand, das will ich gar nicht. Und die Dinge sehen um mich herum. Okay, in der Ecke ist nichts mehr. Knochenartefakt, da hinten müsste ich mal hin. Boden ist da hinten. Im Grunde muss ich noch überall hin. Das ist die Lichtwand, ne? Wenn ich da durchgehe, tut's weh. Da will ich ja jetzt noch nicht hin. Gehen wir mal zu dem Knochenartefakt. Huch. Okay. Kann ich da unten durch? Ja. Hat er mich gesehen? Nee, oder? Shit, wo kommt er? Von der Seite, okay. Den krall ich mir gleich. Gute Nacht, mein Freund. Beute nehmen. Wollen wir den woanders? Ich glaube, der ist hier alleine, ne? Den können wir auch liegen lassen. Fleisch-Crap. so ein Crap ist aus Fleisch. Eure Pestilenz. Rune oder Knochenartefakt in der Nähe rüstet das Herz aus. Ja. Weiß auch, dass es da hinten liegt. Oder auf 3? Ja, auf 3. Kann ich das Lämpel ausmachen? Anscheinend nicht.
Weißt du, mal die Klippe runter. Das könnten wir tun. So wie er es mit den anderen gemacht hat, ne? Oh, mein Herz, das ist ganz aufgeregt. Wo schlägt mein Herz, wenn ich gerade einen Elden Ring Boss mache? Genau so. Oh nein, das ist da drin und nicht. Nee, oder? Shit. Kann ich nicht kriechen oder sowas? Boah, kann ich als Maus das holen? Das wäre geil. Moment, wie geht das? Wo war denn das? Wo war denn das Ringmenü? Ich hatte doch irgendwie so ein Ringmenü, wo ich die auch auswählen konnte, die Sachen. War das auf mittlerer Maustaste? Ja, genau, genau das habe ich gesucht. Beherrschung, Tiere kontrollieren. Okay, das wäre cool, wenn das jetzt funktioniert. Ich habe extra mir diesen Skill geholt. Aber ich habe nicht mehr viel blaue Flüssigkeit. Aber mal gucken. Oh, ich höre dich gerade. Wo bist denn du jetzt? Wo ist denn das Mistvieh? Warum ich das Herz in der Hand habe? Weil ich dann Talisman und Knochen und so ein Kram sehen kann. Also wichtige Items für mich. Und ja, weil ich es cool finde. Ich habe doch da hinten eine Ratte gehört. Ah, vielleicht ist die da drin, ne? Ah, das wäre blöd jetzt. Ich muss eine andere finden. Oder hoffen, dass die andere wieder rauskommt. Da drüben war ich auch noch nicht. Hier ist noch jede Menge von diesen Öltanks. Ich brauche jetzt diese dumme Ratte. Ich hoffe, das geht mit als Tier, aber wie soll man sonst da reinkommen? Ich habe eine gehört. Da unten ist vielleicht noch eine. Ich glaube, da unten ist eine. Ach Gott, erschreck mich nicht so, Mensch. Da hinten rennen sie rum. Ich hoffe, ich kann die Treppen hoch. Ach, jetzt habe ich Dings genommen. Okay, gut, hätte ich eh gebraucht. Das hatte ich auf Rechtsklick. Na gut. Aber jetzt bin ich verwirrt, Leute. Ich habe doch Beherrschung und muss ich da nicht Rechtsklick drücken für die Beherrschung? Links geht ja nicht. Es war doch Rechtsklick. Ach so, er hat sich automatisch geheilt, weil es nicht ausgereicht hat. Jetzt verstehe ich. Es ist Rechtsklick. Okay. Shit, erstmal als Ratte eine Orientierung wieder reinkriegen. Hier. Oder? Also Treppen kann ich auf jeden Fall hoch, das ist schon mal gut. Oh nein, hier bin ich falsch. Shit. Ah! Noch nur eine doofe Ratte. Moment. Oh nein, es geht nur so kurz. Verdammt. Dann muss ich. Oh shit. Hast du die getötet? Deswegen war es so kurz. Wieso hat die Ratte die. Okay, ich glaube, ich muss hier hoch, ne? Ja. Okay. Nochmal. Umdrehen. Das ist schon wieder eine. Aufpassen. Steht da jetzt nicht ich irgendwo? Ja, okay. Da hinten rein. Ich hoffe, das ist nicht zu weit. Oh nein, meine Energie ist schon wieder. Ach, ich, Moment mal, ist das überhaupt wirklich eine Beherrschung? Oder verwandle ich. Ich dringe in die Ratte ein, ne? Ich dachte, ich beherrsche die und stehe wo rum, aber ich bin dann quasi die Ratte. Ah. Ich verstehe. Okay, das war jetzt wieder zu kurz.
Ich werde jetzt speichern. Wenn es jetzt nicht klappt, werde ich laden, weil das kostet ja Mana hier, denn die Versuche, die ich hier mache. Ich will jetzt nicht zu viel vergeuden. Ich bräuchte hier in der Nähe eine Ratte, wenn ich da rein will. Verdammt. Ich höre zwar eine quieken, aber ich sehe sie nicht. Nur begrenzte Zeit, ja. Geht doch ziemlich schnell. Ja, ja, den Strom abstellen, das, irgendwas muss ich da machen. Ich muss ja da durch, das ist ja eigentlich mein Ziel. Aber ich will mich gerade ums Optionale kümmern. Ich will da rein. Da ist ein Knochendings. Ich will da unbedingt rein, aber wenn die Ratte nicht in der Nähe ist, dann wird das wohl nichts, ne? Da habe ich vielleicht Pech. Das bringt nichts, wenn ich eine Ratte von unten hole, verdammt. Das ist jetzt ärgerlich. Vielleicht versuche ich es später nochmal. Ich gucke nochmal, vielleicht sehe ich sie zufällig, aber... War da rechts was? Hat da was gewuselt? Nee, ne? Ach, Mann. Da! Oh, spring nicht! Bleib bei mir! Bloß aufpassen, dass ich nicht... Okay. Okay, ich bin durch. Und jetzt? Cool. Leute, cool. Erstmal Rattenspieß essen. Das ist vor lauter Freude. Nee, voll bin ich. Da ist es, das Knochenartefakt. Darum ging's. Neues Knochenartefakt. Mal gucken, was das ist. Sehe ich gleich, was das Neue ist? Wink des Schicksals vielleicht? In seltenen Fällen stellt ein Trank Mana wieder her. Vollständig wieder her. Das Interessante war, ich benutze eigentlich ziemlich selten Tränke normalerweise. Schneller schwimmen, das brauchen wir gerade nicht. Du kannst unter Wasser... Das Geräusch von zerbrechendem Glas wird gedämpft. Ja, das haben wir hier drin, ne? Die weißen Ratten. Die Flaschen. Ah ja, das habe ich drin. Ja gut, okay. Weiß nicht, ob das jetzt schon geht, aber versuch mal zu rennen. Und dann runter... und dann drunter runter... Okay, probiere ich gleich mal. Stimmt, das wurde uns erklärt. Ach, dann hätte ich das mit den Ratten gar nicht gebraucht. Na toll. Umsonst die ganze Mühe. Aber wir wissen wenigstens, dass... ja, ich weiß jetzt wenigstens, wie das besser funktioniert mit den Ratten. Das ist gleich ganz gut, dass wir das nochmal getestet haben. Aber stimmt, ja, diesen komischen Move, das müsste gehen, aber es... ist ein bisschen doof für mich gelegt. Muss ich mal gucken... A und dann C drücken, ja. Okay, alles klar. Sonst ist hier nix. Ja, da bin ja schon voll. Egal. Den lasse ich da liegen, wo er ist. Dann wohl noch das Buch checken. Tod im Monat der Lieder. Auszug aus einem längeren Werk übersetzt aus den Zerkonischen von Anissa Matteo Sarkonos. Sie war schüchtern im Monat der Herdfeuer, versteckte sich vor meiner parfümierten Briefen, ein sommersprossiges Heilmittel für meine Einsamkeit. Sie lächelte im Monat des Regens, aß Feigen direkt vom Baum, mit einem Traum, um die Insel zu segeln. Sie heiratete im Monat der Clans. Ihren Seemannscousin aus Culero, ein schriller Vogel, der in meine Brust sich bohrte. Sie starb im Monat der Lieder, geschlagen von einer Krankheit aus dem Osten. Ein schrecklicher Kuss auf ihren kühlen Lippen. Sad. Okay, gut. Stimmt, ne? Die Ratte ist ja jetzt... Oh, Rattenspieß fangen. Ja, die Ratte ist jetzt Rattenspieß. Nee. ich muss ja mit dem Sprinten. Sonst wäre ich ja jetzt gefangen, wenn keine neue Ratte käme. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie das nochmal ging. A und C, ne?
Ah, das ist ein bisschen dumm gelegt bei mir jetzt. Weil ich die halt direkt daneben habe. Könnt höchstens mal mit beiden Tasten. Ja. Nein? Nee, oder? Sag bloß, ich passe da nicht durch. Das kann nicht sein. Muss ja irgendwie zurückkommen. Ansonsten brauche ich nochmal Ratte. Der schlittert nicht durch. Ich hätte echt gedacht, das geht jetzt. Darren und Quinn. Kann ich das Tor nicht irgendwie öffnen? Vielleicht brauche ich mehr Anlauf. Zoomers. Ja, ich dotze vielleicht aber auch da an. Machen wir mal so, mehr so schräg. Dass ich dann nirgendwo runterfall. So. Jetzt versuchen wir mal so schräg durch. Muss ja gehen. Ah, ne, jetzt bin ich wieder hängen geblieben. Shit. Dieses dumme Teil. Muss das jetzt auch im Weg stehen, ne? Das ist zu schmal, ne? Der passt nicht durch. Mit dem Move. Oh, shit, Mann. Das habe ich ja toll gemacht jetzt. Ja, das ist jetzt aber... Außerdem soll es sonst auch gehen. Muss ich mal gucken. Da habe ich aber Angst. Schau mal, wie ist die andere Seite? Ist die genauso eng? Ne, wir probieren die andere Seite nicht. Okay, ich probiere das jetzt einfach. Kette am Kran zum Beispiel. Da ist eine Ratte. Na komm, ich nehme die Ratte, bevor sie abhaut. Warte. Und mit der Ratte ist am einfachsten. Ja, kostet halt viel, ne? Das ist der einzige Nachteil. Wieso kostet mein ganzes Mana, nur weil ich kurz eine Ratte bin? Ah, ich dachte schon, okay. Man sieht's nur nicht. Okay, dann geht's ja noch. So, ich bin wieder da, Leute. Alles gut. Was sagt mein Hirn? Mein Herz. Hier in der Ecke haben wir es jetzt. Jetzt haben wir noch das Büro. Und die Rune, aber die ist weiter entfernt. Und dann halt das Problem mit der Lichtwand noch, ne? Weiß gar nicht, was wir da anstellen wollten, aber wir gucken mal. Was ist denn das? Also, das war mal seine Waffe. Er ist nur bewusstlos, meint er? Der wird irgendwann wach. Nee, oder? Der bleibt da für immer. Okay. Er ist schon lustig mit der Beherrschung. Okay. Ja, ich nehme einfach den Tank raus, oder? Dann war's das mit, Ja, keiner. Anlassen. Da kommt doch. Kommt da jetzt niemand? Echt nicht? Nur der eine Knilch hat das Tor bewacht? Cool. Okay, dann gehen wir jetzt ins Büro, würde ich sagen. Das ist das Nächste. Ah, da hätte ich auch noch was machen können. Sicherheitstür, Schalt, Tafel. Was ist denn das? Manipulieren. Ja, wieso? Ist doch jetzt aus. Da gibt viele Möglichkeiten, ne? Aber dafür brauche ich ein Kabelwerkzeug. Nö, das mache ich jetzt nicht. Oh mein Gott, ganz viele Ratten. Oh, ich glaube, wenn das so viele sind, können sie mir wehtun, ne? Lieber wieder speichern. Da ist eine weiße Ratte dabei. Ich habe doch den Perk, dass die mich auch heilen, ne?
Die Weißen. Da sollte ich nicht drüber springen. Da gucke ich später. Ich will jetzt da rein. Ich glaube, da hinten steht einer. Oder zwei, ja. Da stehen Leute. Egal, um die kümmere ich mich später. Dr. Galvanis Büro. Ja, wenn offen ist, würde ich gerne reingehen. Mhm. Oh oh. So, optional Verehrer. Brich in Dr. Galvanis. Ja, das haben wir gemacht. Such nach einer Probe von Eingeweihten. Einer mit der Seuche. Oh mein Gott, what? Okay, ich glaube, das wird ein bisschen was Größeres hier. Okay, versuchen wir es ordentlich zu machen. Shit. Ich fühle mich jetzt schon so halb auf dem Präsentierteller. Mama, die waren doch. Waren die nicht zu zweit? Der checkt das nicht, dass die Tür aufging? Cool. Warte, bis er zurückkommt. Die Weißen heilen, ja. Oh shit. Steht er jetzt genau da? Ah, diese beschissene, verdammte Kack. Shit! Ach, es waren zwei, verdammt. Kommt er jetzt? Nee, der hat nur einen Verdacht, oder? Beruhig dich. Ja. Sag mir, wenn du wieder um die Hunde spielen willst. Halt Maul. Wenn ich so guck, sieht er mich nicht. Das weiß ich noch. Boah, das soll wieder gehen. Ich will mich um den anderen kümmern. Junge. Okay, seht ihr, das sieht mich nicht, wenn ich mich anlehne. Das finde ich voll cool. Der lässt sich Zeit, ne? Ich könnte noch so einen schönen Betäubungsfall in den Kopf schießen, aber das checkt ja dann der andere Typ. Ich will sie alle von hinten nehmen. Da sind wir am chilligsten. Das wäre auch ein guter Moment, aber was macht der andere überhaupt? Oh mein Gott, nee. Ja, geht gerade nicht. Nee. Wir warten, bis der wieder geht. Das wäre am einfachsten, denke ich mal. Wie alt war nochmal deine Schwester? Nerv jemand anderen. Na hopp. Geht er jetzt nicht mehr? Ich bin zu ungeduldig. Ich muss warten. Ich muss einfach mehr warten. So. Guck. Da läuft ein paar Schritte und dann... So, jetzt sind sie beide auf der rechten Seite. Ja, meinetwegen. Okay, der geht. Moment. Wer ist denn das? Der kommt. Oh, ich dachte, der geht jetzt auch da und dreht seine Kreise, wisst ihr? Ach, Mann. Aber zum Glück überprüfen sie das nicht. War doch nichts. Den hole ich mir jetzt. Das dauert mir. Das ist ja sonst eine Ewigkeit hier. Ich schnapp mir den jetzt. Kommt drauf an, wo er jetzt hinläuft. Meinst du könntest heute dein Essen mit mir teilen? Neue Nacht, neue Wacht. Fuck. Mit dir. Aber auch ein Pech, ey.
Die Nachtsicht. Oh nein, jetzt habe ich in den Chat geguckt. Ich bin aber so doof, ne? Guck mal, die sind... Jetzt haben sie schon einen zweiten Strich. Ja, gut, dann verlieren sie mit der Zeit auch wieder. Die Nachtsicht? Inwiefern wäre die Nachtsicht hier gut? Kann man denen das Licht ausmachen und dann der Nachtsicht einfach... Nee, ich will das nochmal machen. Ich habe keinen Bock auf diese Chaosstufe. Komm, das muss doch ordentlich gehen. Das muss doch ordentlich gehen. Nerv jemand anderen. Ja, ich sag's euch leider, bei mir dauert das Spiel eine halbe Ewigkeit, wenn ich so weitermache. Wenn es die Chaosstufe nicht gäbe, ne, würde ich mich einfach durchschmetzeln, wenn ich entdeckt werde. Aber so habe ich noch Respekt davor. Macht der andere? Ach, verdammt! Wer ist denn das? Okay, ich muss das anders machen, das wird so nix. Versuchen wir es mit Betäubung. Mal gucken. Das ist doch die letzte Scheiße. Schauen wir mal, wie der andere dann drauf reagiert. Das dürfte ja eigentlich keiner mitbekommen, wo ich dann bin. Schauen wir mal. Wir müssen das ja auch mal üben, ne? Das mache ich dann mit Rechtsklick. Probier das jetzt einfach rotzfrech. So, und der andere müsste das jetzt checken. Was macht denn der andere jetzt? Ah, der ist gerade hier. Shit. Der wird es gleich checken. Und dann knall ich den ab. Das zählt doch noch als Sneaking, ne? Solange ich nicht entdeckt werde. Und metzle, weil der ist bewusstlos. Es geht ja nur... Chaos geht nur darum, wenn ich töte, oder? Aber checkt der das nicht? Junge. Ach so, damit kann ich Gegner auch durch... Ja, stimmt, da kann ich durch die Wände gucken. Stimmt. Habe ich ganz vergessen. Oh, das fühlt sich immer nicht so recht. Ja, das war jetzt... Irgendwo sein. Noch einer? Shit. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Ja, mach mal. Geh mal zu dem Haufen da. Ich mach wieder meine Häufchen. Hey, aufwachen! Nee, dazulegen. Schade, dass ich das nicht immer machen kann. Ich habe nur noch 4 Betäubungsbolzen. Aber das war schon mal gut. So. Für die Stelle war das gerade sehr praktisch. Außerdem haben wir es jetzt zum ersten Mal benutzt. Das mussten wir auch mal testen. So, Herz nehmen. Speichern. Und dann geht's gleich los. Ah, cool. Bin gespannt, was hier noch so ist in dem Gebäude. Solange niemand stirbt, erhöht sich der Chaosfaktor nicht. Gut, dann haben wir bis jetzt alles richtig gemacht. Sehr gut. Okay, weiter. So, die nächsten sind vielleicht auch ein bisschen einfacher. Was hast du so dabei? Soll ich... Es kommt jetzt bestimmt noch nicht noch einer, oder? Aber ich könnte sie alle wegtragen hier in die dunkle Ecke. Schön da hinsetzen. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Der ist halt eingenickt. Genauso wie seine Kumpels. Ja gut. Das kann man jetzt vielleicht nicht so ganz erklären, aber... Ja. Die haben sich halt lieb, mein Gott. Die haben sich halt richtig lieb. Gut. Na schön hier. Der Hausschlüssel. Das ist schon mal gut. Okay, hier kann ich nichts öffnen. Das heißt, wenn ich die Nachtsicht habe, dann würde ich jetzt auch sehen, wenn da hinten jetzt jemand wäre. Oh, das ist dann wirklich praktisch. Aber die kostet halt auch wieder Mana, ne? Oh, ich merke schon, ich muss mir einen richtig fetten Vorrat an Mana-Flaschen holen. Sonst werde ich da zu viel rumgeizen. Ich werde nie verstehen, warum man so eine Sammlung hat. Das erschließt sich mir nicht.
Was sagt eigentlich mein Herz zu dieser Gegend? Meines Vaters Haar war golden, das meiner Mutter erschwach. Ah ja. Diese Stadt ist auf den Knochen der Großen errichtet. Okay, also eine Info zu dem Haus direkt kriegen wir nicht. Die Tyvia, ein großes Schiff. Mit dem Chaos-Faktor ist schon eine interessante Sache, ja. Das zwingt mich halt, mehr oder weniger brav zu sein, ne? Also sowas wie ein Oberdino eigentlich. Okay. Immer viel speichern, Leute. Ratteneingeweide, warum werden die mir angezeigt? Achso, die will ich ja, die soll ich ja haben als Probe, ne? Stimmt ja, wusste nur nicht, dass es von Ratten... Ja, okay. Gesundheit, Elixier, gib mir lieber Mana. Wie viel habe ich noch von dem Mana-Gedöns? Wahrscheinlich nicht so viel, befürchte ich. 3, okay, das geht noch. Darauf würde ich nicht sagen, eher weniger tollpatschig. Ey! Bin doch stets bemüht. Och Mann. Das gute Essen. Und er ist einfach voll. Morde ist Speisen und Gebräuche. Auszug aus einem Reisetagebuch. Ich bin in Kristall geboren und aufgewachsen und verbrachte meine prägenden Jahre in unseren kleinen Städten, bevor ich mich im prachtvollen Donwell niederließ. In der Hauptstadt lernte ich, die schönere Dinge des Lebens zu schätzen. Als sich die Gelegenheit ergab, meine Reisen nach Sekonos, Tyvia und schließlich auch Morley zu Papier zu bringen, verließ ich meine Position als Angestellter und des verstorbenen Lord Estermont. Vielleicht leide ich so wie viele aus Dunwell unter ein Übermaß an Kultur, aber ich war von Morley enttäuscht. Im weiteren Verlauf dieses Reisetagebuchs werde ich erklären, warum ich das Festival der Butterer so ermüdend fand, trotz der großen Banner, nackten Füße und roten Roben, und warum ihre berühmte Ochsenzunge in Aspik etwas ist, das ich noch viele Jahre zu vergessen versuchen werde. Oh, ein richtiger Kritiker hier. Alles klar, wahrscheinlich werden wir noch mehr von ihm lesen. Morley. Interessant. Interessant. Was haben wir denn hier noch? Gläser will ich nicht. Leere Flaschen will ich auch nicht. Das Wasser lasse ich aus. Blutwurst. Ne. Ich mag keine Blutwurst. Ist gar nicht meins. Hier würden doch Ratteneingeweide gut hinpassen in der Küche. Gerade gehört, dass mein Vater nach seiner OP auf die Intensivstation gekommen ist, weil das mit seinem Herzen gewesen ist. Alles wieder stabil, aber mein... Oh, das glaube ich jetzt, Jezebel, holy shit. Aber Hauptsache ist jetzt wieder stabil. Da kriegt man schon mal einen Schock, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Fütterungsprotokoll. Da war nichts. Vorratskammerschlüssel, die nehme ich mal alle. Und Laborschlüssel, die nehme ich mal alle an mich hier. Fütterungsprotokoll, 4. Tag, Monat des Windes, gemischte menschliche Überreste, großer Appetit, 10. Tag, Monat des Windes, ein Sack tyvianische Erbsen, angestoßen, verrottet, Ratten zeigen kein Interesse, 11. Tag, Monat des Windes, eine Büchse eingelegtes Walfleisch, verzehrt, 13. Tag, Monat des Windes, menschlicher Körper, konnte noch immer Körperteile erkennen. 17. Tag, keine Fütterung, gesteigerte Aggressivität, vereinzelt Kannibalismus. 20. Tag, Vorfall mit letzten Dienstmädchen. Werde Fütterung bis zum ersten Tag Monats
bis zum ersten Tag Monat der Dunkelheit aussetzen. Ja, ich glaube, das ist kontraproduktiv. Hallo Marc. Kurze Grüße auch an dich. Was haben die da gezüchtet? Und ich hätte eine Map von dem Gebiet. Die Eingeweide sind da oben. Kann ich da mal. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich könnte. Es kommt da gleich so eine Riesenratte oder was? Ah, ne, guck mal, die sind alle. Ja, das sind halt normal. Aber ich sollte es besser nicht aufmachen. Andererseits, da ist ein Mana-Trank drin, Leute. Weil wenn die Ratten erstmal frei sind, habe ich ein Problem. Weiß nicht. Ich kann ja mal gucken, wie es so läuft, ne? Ich mach mal F5. Und mal gucken. Ist gespeichert? Ja, okay. Aufschließen. Das war der Vorratskammer. Schlüssel, der hier. Guten Morgen. Ihr könnt da nicht hoch, ne? Ja, cool. Kann ich die nicht mit dem Messer töten? Jetzt von hier oben, so ganz chillig. Na dann. Weiße Ratte verzehren. Ah, die gibt mir Mana. Geil. Guck mal, der isst auch nur die Weißen. Auf die anderen hat er gar keinen Bock. Das ist gut. Ah, ich liebe weiße Ratten. So, das war's. Ist ein bisschen fies, ne? Aber die werden doch weniger. Oh, jetzt haben sie keinen Bock mehr. Jetzt fliehen sie. Schaut euch das an. Na, die sind nicht dumm. Außer die hier, die ist ein bisschen dumm. Was war das? Okay. Wenn ich jetzt aber auf den Boden gehe, dann kommt ihr nicht in Scharen zu mir, ne? Okay, okay. Da war doch eine gute Entscheidung, hier aufzumachen. Tierkiller? Ja. Ey, ansonsten killen die mich. Aber das war's mir wert, Leute. Vielleicht ist da noch mehr. Nee. Meint nicht. Echt nur diesen einen Trank? Das ist eine traurige Vorratskammer. Heilkräuter. Oh, das klingt gut. Nee, macht zu barer Münze. In dem Spiel sind alle Flaschen leer. Okay. Huch! Wer hat denn hier seinen Arm nicht gegessen? Also sowas. Den wollten sie nicht. Okay, nur aufpassen, ne? Die restlichen wuseln hier vielleicht noch rum. Ja, mit den Weißen. Aber das geht auch nur, weil wir den Perk drin haben. Sehr cool. Liebe das. Na, schaut mal, vielleicht sind die Ratten vielleicht haben die sich auch verdünnisiert. Wird's offen. Was ist jetzt? Ich habe immer Angst, wenn der Sound sich ändert. Wenn ich komische Geräusche höre noch zusätzlich. Blacktail wäre der Arm schon lang weg, wenn er echt ist. Oh ja. Ja, absolut. Schon lange an die Cam gewöhnt. Ich meine, mir fällt es ja nicht groß auf, ne? Ich muss mich ja nicht die ganze Zeit angucken. Ihr müsst euch dran gewöhnen. Durch das Schlüsselloch gucken. Wir haben auch den Perk, dass wir da besser gucken können. Also mit mehr Radius und so. Also Reichweite. Ihr wisst, was ich meine. Aber hier ist keine Person. Das kann ich keine erkennen. Trotzdem vorsichtig bleiben. Also hoch gehe ich noch nicht. Da geht's bestimmt weiter.
Ach Marc, ich habe letztens gesehen, jetzt ist es ja endlich soweit, ne? Dein System Shock kommt ja jetzt tatsächlich endlich mal wirklich, ne? Angeblich. Also ich glaube, der Release-Termin steht jetzt fest. Na ihr? Eine weißen Ratten dabei? Schade. So eine kleine weiße Ratte könnte ich noch vertragen. Schade, dass ich hier nichts checken kann. Im März, ja. Na, dann hoffe ich, dass es gut wird und deinen Erwartungen gerecht wird. Hier sind ein paar Ratten, aber ein paar machen ja nichts. Das haben wir schon gelernt. Die könnte ich ja ganz schnell killen, wenn ich will. Und das werde ich auch tun. Denen ich vertraue. Was passiert eigentlich, wenn ich eine Ratte angucke und das Herz benutze? Wenn der letzte Leviathan verschwunden ist, wird die Dunkelheit kommen. Ah ja. So. Die Demo überzeugt. Und die ist schon alt. Ah. Haben sie es bestimmt noch gut überarbeitet bis dahin. Kommt ihr immer wieder nach oder was soll das? Du bist eine Weiße. Du nicht. Der Orden liegt dunkel. Seine Türen sind verschlossen. Es erklingen keine großen Namen mehr. Die Aufseher irren auf den Straßen herum. Ich hoffe, es ist nicht rassistisch, wenn ich nur die weißen Ratte esse und die anderen töte. Wobei ich die Weißen damit ja auch töte. Also ist es wieder gleichberechtigt, oder? Toilette schließen. Die kommen immer wieder... Oh, ist das geil. Ich habe hier einen unendlichen Mana. Reservoir hier. Wie geil ist das? Oh, Mana ist voll. Ich kann hier einfach Mana auftanken. Ich liebe den Perk, den werde ich nie wieder rausnehmen. Das dritte Gebot. Auszug aus einem Werk, das eins der sieben Gebote erläutert. Zäume die rastlosen Hände, die schnell zu Gehilfen des Outsiders werden, frei von ehrbarer Arbeit eilen zu schäbigen Gewinnen, leeren Streben und Taten der Gewalt. Welchen Wert haben die Hände, die stehlen, töten und zerstören? Setze stattdessen deine Hände an den Pflug, die Gabel und den Spaten. Denn selbst die niederste Arbeit drückt die Muskeln wie einen Schwamm, der Unreinheiten aus Geist und Körper entlässt. Naja, ist klar. Mal weiter. Naja. Schutzmaßnahmen gegen die Seuche. In der Öffentlichkeit kursieren immer noch zahlreiche falsche Vorstellungen, was die Seuche angeht. Es ist nicht wahr, dass die Gallenflüssigkeit der Flusskriecher vor der Infektion mit der Krankheit schützt. Es ist ebenfalls unwahr, dass zerstoßene Morley-Orchideen ein Heilmittel darstellen, obwohl spekuliert wird, dass beide Ingredienzien in Sokolovs Elixier und Pieros Arznei zu finden sind. Nur wer diese Produkte einnimmt, bevor er sich der Seuche aussetzt, ist sicher gegen diese geschützt. Darüber hinaus warnt der Jedermannsorden vor abergläubischen Praktiken. Es ist nicht nur wirkungslos, zwei Hexenfische und eine Katze gemeinsam zu verbrennen und die Namen der in der Seuche Verstorbenen zu rezitieren, während man die dabei entstehenden Dämpfe inhaliert. Es wird von den Aufsehern auch als Ketzerei angesehen, die mit der vollen Härte des Gesetzes des Ordens bestraft wird. Sagen Sie Ihren Nachbarn und halten Sie sich selbst daran. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den Infizierten. Nehmen Sie täglich Ihr Elixier zu sich, vorzugsweise morgens. Und melden Sie jeden, der sich so verhält, als sei er mit der Seuche infiziert. Alle müssen zusammenarbeiten, die weiteren Ausbreitung dieses gefürchteten Infektions zu stoppen. Okay. So weit, so gut. Hat ja toll geklappt, nicht wahr? So, mit Bolzen bin ich voll. Ich hätte gern mehr Betäubungsbolzen. Das wäre mir lieber. Kugel nehme ich auch. Hm. Ich kann nur mit Betäubung, kann ich die natürlich betäuben. Ne? Alles andere würde sie töten. Warte mal, ich hatte noch welche. Was war das andere?
Munition. Brandbolzen. Ja, das würde sie auch töten. Genauso wie Kugeln und eine Sprengmine. Das ist ein No-Go. Es sei denn, es geht nicht anders. Okay. Alles klar, Eobain. Dann schlaf mal gut. Und vielleicht ja bis morgen zu Dead Space. Ach, sind nur normale Bolzen, die bringen mir nichts. Ah, das sind die Ratten, die ich freigelassen habe, ha? Huh? Ihr greift mich jetzt nicht an, oder? Ich wehr mich. Habt ihr immer noch Angst vor mir? Ah, guck mal, da ist der Haufen, den ich gemacht habe. Oder wir ignorieren uns gegenseitig, okay? Oh, ich hätte denen die Leichen da liegen lassen sollen. Das wäre eine gute Ablenkung. Ah. Egal. Die machen gerade eh nichts. Ich lasse sie in Ruhe. So, mal gucken, ob wir jetzt unten alles haben. Ich glaube schon. Da war die Küche. Die Vorratskammer. Das Labor ist bestimmt oben. Ja, ich denke, wir waren überall. Falls nicht, sagt Bescheid. Dann gucke ich nochmal. Nein, die Blutwurst will ich immer noch nicht. Lesen, ja. Da kommen wir wieder in die Haupthalle. Weil ich mir das noch gar nicht so richtig angeguckt habe, hier, was da überhaupt so ausgestellt wird. Aber ich kann damit eh nichts machen. Okay, ja. Dann gehe ich jetzt hoch. Wenn sich sonst keiner beschwert. Mhm. So. Ich habe einen Haufen gemacht, ja. Es ist halt verführerisch, einen Haufen hier zu machen, ne? Aber mein Haufen lebt noch. Alles gut. Ja, das klingt komisch. So, Vorsicht, da können jetzt wieder Leute sein. Wir sind ganz nah an den Ratten. Oh oh. Stelzbock, der mehr Zeit mit Prostituierten als im Labor verbringt. Soll das ein Vorgeschmack auf unsere Ehe sein? Schätze schon, was? Ich hoffe nicht. Ich sage es dir ganz offen, dafür fehlt mir die Ausdauer. Oh mein Gott, was macht der? Hey, wie ist ein Schattensee? Das ist ja praktisch. Der geht hoch, ne? Aber die andere ist noch da irgendwo. Aber die ist bestimmt nur so eine Laborassistentin, könnte ich mir vorstellen. Conny, danke für deinen Sub. 40 Monate. Schöne runde Zahl. Dankeschön. Ich muss diese Stelle behalten. Er sagt, bringen Sie eine Flasche. Ich muss aufpassen. Die rennen da jetzt wild rum. Ich bringe Essen. Er sagt, ziehen Sie sich aus. Ich ziehe mich aus. Ob ich mit der reden kann oder ob die dann... Ah, die ruft dann bestimmt ihren Freund. So richtig hysterisch. Erstmal gucken, wo sie ist. Da drücke ich wieder falsche Taste. Egal. Lass mal das Herz drin. Wo ist denn die jetzt? Shit, kommt er zurück? Sehe ich seinen Schatten nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt. Vielleicht war das mit dem Schatten vorher nur ein Bug. Keine Ahnung.
Weil der gibt mir garantiert aufs Maul, so wie der ausgesehen hat. Mit der Lady kann man vielleicht reden. Wisst ihr was, ich erledige erst ihn und dann gucken wir, was wir mit der Lady machen. Weil ich habe Angst, dass der zurückkommt. Also machen wir den zuerst. Dann kann er auch nicht zurückkommen. Macht Sinn, oder? Bin ich geduckt? Ja. Dieser dreckige Abschaum. Was? Du hast mich nicht gesehen, oder? Das ist nicht möglich. Ich habe dich ja noch nicht mal gesehen. Vielleicht hat er auch mit den Ratten gesprochen. Drei Monate, mein 30 Monate voll. Yay! Natürlich, Wunschspiel, Conny, natürlich. Der ganze Ort ist vor die Hunde gegangen. Die guckt da nicht, wenn ich da unten drin bin, oder? Es ist ein Dienstmädchen. Okay, die wird mir definitiv nichts tun. Aber sie könnte um Hilfe schreien. Jetzt gehen einfach alle hoch. Na gut. Der andere Typ scheint auch nicht mehr runterzukommen. Okay, Leute, Planänderung. Ich gehe jetzt dahin, wo die anderen nicht sind. Ich sag dir doch, die Kinder nicht rauslassen. Ich sag dir doch. Nutzen wir den Moment. Schön hier, aber ich habe eigentlich keine Zeit, mich umzugucken. Boot, nein. Das, hier geht's raus? Nee. Doch, shit. Ah, ich kann nochmal sagen. Nee, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Noch nicht fertig. Haben noch nichts gemacht. Karte, Schwerenbucht. Okay, nehme ich mal mit. Oh, ein Tresor. Mit drei Kombinationen. Ja, den habe ich jetzt natürlich nicht, ne? Noch nicht. Finde ich bestimmt noch was dazu. Beutel. So, die Lady ist vielleicht schon wieder zurück. Muss aufpassen. Lass er erstmal offen. Alles klar. Ich schreibe es auf jeden Fall auf. Sammeln für schlechte Zeiten. Ich bin ja mal gespannt, ob schlechte Zeiten jemals eintreffen werden. Ich bin ja mal gespannt, ob ich in diesem Leben noch Lost Odyssey spielen darf. Okay. Na, Ratis? Ja, sonst ist ja gar nicht viel, ne? Oder ist sie noch oben? Ich will mal was testen mit den Rattis. Ich will die jetzt mal. Ich will die zwei jetzt töten. Ich will was testen. Jetzt kommen ja wieder welche nach, ne? Sind das jetzt weiße Ratten? So als kleine Sicherheit, dass man immer Mana hat. Oder war das vorhin Zufall? Da kamen anschließend nur noch weiße Ratten raus, meine ich. Schade, sind normale. Braucht man einfach Glück, dass weiße Ratten kommen? Sorry für diese Metzlerei, diese sinnlose Metzlerei. Ich hoffe, das erhöht nicht meinen Chaosfaktor. Sonst habe ich ein Problem. Aber ich will wissen, ob da auch mal weiße Ratten kommen. Muss ich weggucken, die sind halt schüchtern, ne? Die kommen nur, wenn man nicht guckt. Seht ihr? Vielleicht ist das einfach ein Loch der braunen Ratten und das eine war ein Loch der weißen Ratten. Vielleicht. Na gut. Na gut, dann sind wir hier in der Etage schon fertig. Guck nochmal durch. Nichts vergessen hab. Und dann müssen wir noch weiter nach oben, ne? Moment, hier habe ich noch gar nicht richtig geguckt. Pistolen. Du kannst keine Munition dieses Typs mehr tragen. Ich. Oh shit. Ja, jetzt haben mich die Pistolen abgelenkt. Was macht die jetzt?
Was macht die jetzt? Holt die jetzt ihren Freund? Wo ist der hin? Schleich nur schön weiter. Solange ich niemanden töte, ist noch alles in Ordnung. Boah, jetzt. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Du wirst zugrunde gehen, meintest du. Das ist ein bisschen was anderes. Hey, Schlüssel? Galverns Laborschlüssel, den habe ich doch schon, oder? Ja, jetzt können wir mit der Frau reden. Aber er schläft nur, ich bin lieb. Moment. Hat er einen Text? Die Klugköpfe der Stadt. Sie erfinden neue Wege, um die Elemente zu bezwingen. Okay, der mit Ethan verwandt, der hat auch immer was in der Hand, ja. Wenn er eine Hand hat gerade, dann, ja. Werde ich nicht mehr erleben, ja. Ja, same, Conny. Ich auch nicht. Genau, sie hat mich verpetzt, aber ey, ich verzeihe schnell. Unter gewissen Umständen. Moment, die Tür kenne ich noch nicht. Was sind wir denn hier? Alles in grün gehalten hier. Betäubungsbolzen! Checkpoint! Oh yeah! Das Sneaking Game kann weitergehen. Eine Taschenuhr. Die sieht wertvoll aus. 50 Münzen. Galvanis, Tagebuch. Ich bin zu einer Abendveranstaltung im Hause Boyle eingeladen worden. Ich werde selbstverständlich nicht hingehen. Der 28. Tag des 7. Monats, des Monats der größten Kälte, der Tag, an dem ich Anton Sokolov an der Akademie begegnet bin. Warum sollte ich das Jubiläum des wichtigsten Tages meines Lebens damit verschmutzen, die Stiefel des Aristokraten zu lecken? Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Ich werde das Rätsel dieser Seuche lösen. Vielleicht zelebriere ich den Tag mit einem Glas tivianischen Rotweins. Prost. Den Killer von DBD, wie er das Messer hält. Meinst du die Legion vielleicht? Mana-Elixier, wunderbar. Also du meinst, wenn er... wie war das? Was muss ich nochmal drücken, damit er nichts mehr in der Hand hat? Das hier, oder? Jetzt macht das nicht. Ah, doch, jetzt. Jetzt sieht man es nicht mehr. Ach so, ja. Wenn ich schleiche, dann hat das so. Wenn er schleicht und so. Okay. Na, Kleinigkeiten. So ein Butterfly. Sehr geschickt auf jeden Fall. Kann er damit umgehen. Zumindest bei Ratten. So, wo ist die Dame? Ich hoffe, ich habe jetzt... Moment, jetzt gucke ich nochmal da, wo ich unterbrochen wurde. Also das kriege ich nicht. Da war sonst nichts. Hey! Ja gut. Wird sich doch keiner beschweren, oder? Sorry, es hat mich angelacht. Wäre vielleicht auch interessant, wo man rauskommt, wenn man hier rausgeht, im oberen Stockwerk, aber... Ach ja, das Safe. Der fehlt uns ja immer noch. Irgendwo den Code aufgeschrieben. Okay, okay, den müssen wir wahrscheinlich auf irgendeinem Dokument oder so noch finden. Wir suchen jetzt mal die Lady. Vielleicht kann uns die Lady den Code verraten. Das wäre doch ein gutes Arrangement.
Dafür lasse ich sie am Leben. Was ich sowieso tun würde, aber wir können ja plöffen. Aber vorsichtig, vielleicht sind da noch mehr. Na, guck mal, sie hat Angst. Ist doch nichts passiert. Ich bin lieb. Ich bin ganz lieb. Oh, das Labor sieht interessant aus. Scheint, war es das wirklich schon. Die sind ein bisschen unterbesetzt hier, oder? Ich versuche mal mit ihr zu reden. Ich brauche Hilfe! Ja. Ich helfe gerne. Oh, shit. Das sieht nicht nach Reden aus. Gibst du mir den Schlüssel? Daumen. Nee, das will ich doch nicht machen. Gib mir einfach den Schlüssel. Hilfe! Jetzt beruhig dich doch. Ich bin nett. Wird nichts mehr, ne? Okay. Ich brauche Hilfe! Es kommt aber niemand. Du hast Galvanis Hausschlüssel benutzt. Okay, speichern. Hilfe! Ja, alles gut. Hier tue ich nichts. Und dein Freund, der schläft nur. Weiße Ratten, ich bin aber gerade voll. Ich heb sie mir auf. Du tust mir doch nichts, oder? Okay. Na? Danke. Okay, ich muss wohl doch nicht mehr so sparsam sein. Läuft doch gerade ganz gut. Oh, ist. Wollen wir mal im Grünviertel, jetzt in meinem Rotviertel. Wir kommen den Ratteneingeweiden immer näher. Na du. Coole Musik hier. Ist nichts für mich. Alles leer. Okay. Das Labor nehme ich an. Jawohl. Mhm. Mal. Der Code. 287. Der Code. 287. Hier ist ja gar nichts. Bullenrattenfötus. Das ist ja toll. Das will er gar nicht mitnehmen. Ich kann es fallen lassen. Okay, es bleibt ganz. Das sind nicht die. Wo sind denn die Eingeweide jetzt? Oder ist. Das ist doch nicht das, oder? Das konnte ich nicht richtig mitnehmen. Noch nicht wirklich Eingeweide. Da hinten sind die Eingeweide, okay. Rot. Hier noch was Spannendes. Vollständigkeit halber auch hier geöffnet. Oh, da können wir uns was anhören. Eine infizierte Ratte unterscheidet sich von der gemeinen Ratte in ihrer Größe und der Rauigkeit ihres Fells und auch in ihrer Intelligenz, wobei diesbezügliche Experimente noch unvollständig sind. Korian, das Tierleben, beschreibt nur die gemeine Ratte.
Das bedeutet, infizierte Ratten leben hier höchstens seit 5 bis 7 Jahren. Das war keine allmähliche Ansiedlung. Könnten sie absichtlich hierher gebracht worden sein? Vielleicht durch fremde Hand? Wer weiß. Könnte ich mir vorstellen. Der Doc selbst ist gar nicht da, ne? Lebt er überhaupt noch? Die Seuche. Seit über einem Jahr studiere ich schon diese verfluchte Seuche. Hab tausende von Ratten gesammelt und seziert. Aufgrund ihrer kurzen Fortpflanzungs- und Reifezyklus war es möglich, mehrere Generationen zu züchten. Die Nagetiere scheinen selbst immun gegen die Seuche zu sein, aber sie übertragen sie auf die Mitglieder ihrer eigenen Spezies, möglicherweise durch Milben. Das Blut der Ratten erzählt eine differenzierte Geschichte und erlaubt mir Rückschlüsse und Anzahlen der Generationen, die eine Rattengruppe mit der Seuche gelebt hat. Dennoch bleibt eine quälende Frage. Die Ratten, die in ärmsten Elendsvierteln zu finden sind, besitzen die ältesten Seuchenstämme. Denjenigen, die in der Nähe des Wassers und des Hafens leben, einen Ort, an dem fremde, seuchenbeladene Ratten in unsere Stadt einfallen, würden tragen jüngere Stämme mit sich. Könnte das bedeuten, dass die Ratten auf bislang ungeklärte Weise in die Slums gebracht worden sind? Ich werde meine Forschung weiterführen. Auf jeden Fall bin ich der lebende Beweis, dass Sokolos Elixier und Pieros Arznei sehr effektiv gegen die Seuche schützen, wenn man nur genug davon zu sich nimmt. Das ist wohl wahr. Ja, aber nichts Spannendes ansonsten hier. Das Labor war doch ein bisschen enttäuschend. Hier, was ist das? Da, hallo. Ja, für die Münzen, Leute, für die Münzen. Wir wollen doch alle ein bisschen Münzen haben. Ah, hier liegt noch Krams. Okay, ich bin voll mit Gesundheitselixieren. Neues. Laborschlüssel. Jetzt schon genug davon. Früher konnte man einen Sack und Prügel mit einem Nagel und am Ende losziehen und dann in einer Nacht so viele Ratten erledigen, wie man konnte. Die Stadtwache zahlte nach Gewicht. Mein Mann Benjamin und ich arbeiten meist jeder für sich und hatten ein gutes Einkommen. Wenn wir auf einen Ort stießen, an dem es wirklich viele Ratten gab, haben wir manchmal ein paar Straßenlümmel angeheuert, um gemeinsam mit uns zu arbeiten. Die Jüngeren, die noch keinen Ärger machen. Ja. Wir haben sie mit Brot und Apfelwein bezahlt. Als die Seuche kam, waren die Ratten auf einmal anders. Gemeiner, größer und schneller. Man musste stärker auf sich aufpassen. Saß man in der Ecke, treten die Ratten um und der Schwarm kam auf einmal zurück. Ich kam in der Kanalisation ein paar Mal nur knapp mit dem Leben davon. Die Bisse schmerzten etwas, aber die Geräusche waren es, die einen die ganze Nacht in den Träumen heimgesucht haben. Es wurde gefährlicher und die Stadtwache erhöhte die Prämien. Aber das ging nicht lange gut, denn nach einer Weile waren bei der Rattenjagd zu viele Leute ums Leben gekommen. Ein Ausrutscher, schon sind sie überall und reißen einem das Fleisch von den Knochen. So habe ich meinen armen Benny verloren. Ja, da hättet ihr mit dem Job besser aufgehört, als es so aggressiv wurde, ne? Das wäre wohl besser gewesen. So. Also, jetzt muss ich auch schon Gesundheit liegen lassen, weil wir so krass sind einfach. das wird sich noch ändern, garantiert. In dem Fall waren es ja auch wirklich wenig Leute. Okay. Ich glaube, dann sind wir durch mit dem Labor. Hier geht's schon wieder raus, okay. Auch in der Etage könnten wir raus. Da ist noch eine Akademie-Notiz. Die letzte Lieferung sollte innerhalb einer Woche eintreffen, mit allen Komponenten, die Sie benötigen. Seien Sie mit dem weißen Phosphor vorsichtig. Nicht, dass er Ihnen, armen Gerbern am Stadtrand, das Gesicht verätzt. Entschuldigen Sie, dass Sie im Verborgenen wirken müssen. Ein Vivisezierer sollte gefeiert werden. Verehrt werden. Ratten sollten auf dem Marktplatz aufgeschnitten werden mit einer Herrscher eifriger Studenten, die sich Notizen machen. Nicht mit einem kleinen dreckigen Geheimzimmer, das hinter einer Bücherwand verborgen ist. Wie auch immer. Zum Glück haben sie einen alten Freund, der die Akademie nie verlassen hat.
Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie noch was brauchen, aber denken Sie daran, dass es einen Monat dauern könnte, bevor ich eine neue Lieferung zusammenstellen kann. Ihr Freund im Wissen, Artemis Moore, Beschaffungsangestellter und Versorgungsexperte. Aha. PS, wenn Sie das nächste Mal in der Gegend sind, kommen Sie doch für einen Nachmittag vorbei. Weil wir so wenige Besucher haben, hatten wir bislang wenige Probleme mit der Seuche. Und wir haben eine beeindruckende Sammlung tivianischen Brandys. Ne, wir waren hier noch im Labor beschäftigt und haben uns so durchgelesen, was da noch so rumlag. Aber ich denke, jetzt sind wir mit dem Labor fertig. Jetzt können wir mal langsam weitermachen, würde ich sagen. Apropos, genau, Ratteneingeweide hier rum. 7 Meter, Moment. Ach, das ist so eine versteckte Büchertür oder was? Moment, verdächtiges Buch. Natürlich. Ah, stylisch. Fällt auch gar nicht auf, ne? Dass das, also, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass ich das bewegen könnte. Also. Und, das Geheimzimmer. Schön. Vielleicht sind da Fallen, wenn ich das nehme. Ich werde nochmal speichern. Hallo Patriarch, sei gegrüßt. Kanalisationsstatus im Monat der Netze. Wen interessiert die Kanalisation? Ja gut. Ich wurde gebeten, von den Problemen zu erzählen, also los geht's. Jedes Jahr arbeiten wir im Monat der Netze wie verrückt. Und ich sehe meine Familie so gut wie nie. Schlimm genug, dass die Kanalisation mit Müll, alten Kisten und Netzen verstopft ist. Es riecht da unten auch noch wie Hexenfisch-Eingeweide. Wir müssen unsere Arbeit bis zum Monat des Regens abgeschlossen haben, sonst sind wir in Schwierigkeiten. Und das bedeutet nicht, dass wir von diesen Schnöseln in der Bauabteilung Hilfe bekommen. Ich mache diesen Job jetzt schon seit 28 Jahren und habe noch nie eins von denen hier runterkommen sehen. Höchstens mal, wenn sie ausmessen, ob der Untergrund stabil genug für meine ihrer neuen Brücke sein wird. Die letzten 3 Jahre waren die schlimmsten. Und zwar sind die Flusskriecher daran schuld. Haben sich in die Kanalisation verkrochen. Wenn wir einen von uns rufen, schreien hören, als ob er verbrennen würde, können wir nichts anderes tun, als nach oben zu klettern. Er oder wir. Hat. Die haben alle keinen schönen Job hier, habe ich den Eindruck. Ui, aber ich habe einen schönen Job. Haha. Einfach nehmen. Einfach nehmen. So. Okay, ich werde jetzt das hier mitnehmen, wenn es sein muss. Okay. Vergifte das gefälschte Elixier der Bottle Street Gang. Okay. Giften. So, das war's hier jetzt. Das ist aber fies, ne? Oh, was macht... Achso, der Schalter. Ich könnte mich jetzt einsperren hier drin. Nee, mache ich nicht. Ich lasse alles offen. Oh, schaut die Welt eigentlich aus? Ist das mit unserer zu vergleichen noch? Ne, ist eine eigene Welt, ne? Ja. Ist eine ganz andere Welt. So, Leute. Der Safe noch. Und ich glaube, dann sind wir hier fertig, ne? Warte mal, hier ist eine Tür zu. Shit, da war ich noch nicht. Na, dann schauen wir hier auch noch. Das Leid des Leviathans. Nur wenig ist über Pacotti bekannt, dem Verfasser einer Reihe von Pamphleten gegen den ehrbaren Berufsstand der Walfänger. Er mag ein talentierter Autor sein, doch seine Ansichten sind Unsinn und gefährden das Wirtschaftssystem des Kaiserreichs. Versklavung. Über die Zucht und der sparsame Umgang mit Walen im Gegensatz zur Jagd der Bestien in der Wildnis nach einem natürlichen und freien Leben. Pacotti bietet keine Lösung dafür an, wo diese gewaltigen, bösartigen Kreaturen geweidet werden sollen. Auflösung.
klagen über die Zerstörung des sozialen Gefüges zwischen Mitgliedern der Herde. Pacotti benutzt sogar den Begriff Familien. Harmonie. Geschwafel über das ästhetische Wunder, dass die in Wirklichkeit nichts anderes als das große und bedrohliche Ozean ist, der uns fortwährend zu verschlingen droht. Enthält Argumente für eine sanfte Natur der brutalen Tiere, eine Ansicht der an Land kommenden Seeleute heftig widersprechen, die mit aufgerissenen Augen an der Grausamkeit der Wale erzählen. Und Zerrüttung. Pacottis schwächste Argumentationskette, in der er fieberhaft Warnungen gegen die Vertreibung bzw. die Entführung der Bestien aus ihren natürlichen Umgebungen zu Papier bringt. Ja, die haben es wohl nicht einfach, wa? So, das haben wir gelesen. Da hängt nur Blödsinn an dem Fenster. Ja, das war's schon. Okay, tschö. So. Jetzt aber zum Safe. Oder ist da noch eine versteckte Wand? Ich glaube ja nicht. Da noch was drin? Was ist das? Ringminen. Mitgenommen. Okay. Ich gehe dann mal. Der Doc wird sich nicht freuen, wenn er zurückkommt. Falls er jemals zurückkommt. Okay, das kann ich nicht nehmen. Ich wollte nur sicher gehen. So, 287. Ja, die würde ich gerne eingeben. Moment. Tresor. Ah, jetzt. Zwei, acht, sieben. Und der Rest geht automatisch. Barren. 100 Münzen. 200. Yay. Hätte noch ein bisschen mehr drin sein können, oder? Aber über Geld beschwere ich mich an der Stelle jetzt auch mal nicht. Wenn wir das nächste Mal wieder shoppen können, freue ich mich drüber. Okay, gut. Wir sind fertig, denke ich, mit dem Haus. Ich gucke mal kurz in unser Quest, was die jetzt genau wollten. Ja, Campbell ist ja die Hauptquest, ne? Optional hier. Verschone Hauptmann Kornau. Den soll ich verschonen, wenn ich den jemals treffe. Seinen Besuch im Büro des Oberaufsehers überlebt. Oh, könnte man hinkriegen, ne? Ich lege ja eh alle zum Schlafen hin, meistens. So, hier. Vergifte das gefälschte Elixier der Bottle Street Gang mit der Seuche. Wie mache ich denn das? Wo mache ich das? Das gefälschte Elixier. Naja gut, das werde ich auf dem Kompass, also das werde ich sehen, ne? Wenn ich erstmal dort bin. Verlaufanzeige. Gut, kriege ich jetzt keine Infos dazu. Warte mal einfach mal ab. Oh, schon über 3000 Münzen. Nice. So, also laut meinem Hirn ist hier nichts mehr. Wieso sage ich immer Hirn? Es ist ein Herz, verdammt nochmal. Okay, dann würde ich sagen, wenn wir hier fertig sind, gehen wir doch mal von ganz oben raus. Einfach mal gucken, wo wir dann genau sind. Vielleicht ist das auch nur eine Terrasse. Das. Ah ja, die heult immer noch. Hallo. Ihr Einkommen reicht nicht aus, um die Schulden ihres Vaters zu tilgen. Das ist sad. Für die Niederdienerin endet die Arbeit. Kann mir denn niemand helfen? Ich würde jetzt sogar Geld geben, aber ich kann nicht. Ich muss sie einfach ignorieren. So, wo war die Tür zum Ausgang? Hier. Ist groß genug eigentlich, aber okay. Ja, wir können gehen.
Ja, was habe ich erwartet, ne? Das ist natürlich eine Terrasse, ein Balkon. Aber vielleicht ein bisschen Übersicht. Okay, Lichtwand, 61 Meter. Das ist schon die nächste Lichtwand. Ja, ne? Ich kam von hier, oder? Ja. Und da geht's dann für mich weiter. Aber natürlich müssen wir uns hier noch ein bisschen umgucken. Mhm. Whisky-Destillerie. Ach, das muss ich mir alles anschauen, Leute. Ich werde hier noch so ewig verweilen. Aber irgendwie ist auch geil, ne? Okay, tschüss. Schauen wir uns noch das Mittlere an. Wird wahrscheinlich ungefähr gleich aussehen. Zu den Büros, ja. Da dürfte sich ja jetzt nichts verändert haben. Die sind da jetzt irgendwie gerespawnt oder alle wach. Das wäre nicht so gut. Ja, hätte sein können, dass die wieder wach werden. Finden wir es doch heraus. Irgendjemand wach? Die Lady immer noch am Heulen? Sieht so aus, als ändert sich das nicht. Nicht, wo ich den Typ hingelegt habe. Egal. Mal gucken, ob mein Haufen noch da ist. Will nur sicher gehen. Wo ist jetzt dumm zu dem Ratten? Ja, die liegen da noch. Alles klar, okay. Die liegen da noch. Ah, bei höheren Schwierigkeitsgraden wachen die auf. Ah, interessant. Ja, ich mach doch immer meinen Haufen in solchen Spielen. Aber es ist diesmal nur ein kleiner Haufen. Es sind nur 3 Leute. Ich könnte ja auch runter teleportieren. Müsste ja eigentlich gehen, ne? So, Rune. Oder ich spaziere hier einfach rum. Ah, davor speichere ich lieber. Bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn mache. Lalalalalalala. Ja, warum nicht, ey? Ich gehe ein... Wer braucht hier schon... So hätte ich auch... Ich hätte das total ignorieren können, ne? Eigentlich. Ich hätte einfach drüber und dann... Na gut, aber zurück will ich ja nicht. Aber da liegt was. Moment, jetzt will ich doch dahin. Da liegt was. King Sparrow Federn. Münzen. Ich finde das aber super angenehm, dass da nichts nachspawnt und beziehungsweise, dass sie liegen bleiben, ganz ehrlich. Dann kann man so schön cleanen und alles. Das macht mir persönlich viel mehr Spaß, wie wenn man sich beeilen muss, weil man weiß, ah, irgendwann stehen die wieder auf. Finde ich so viel angenehmer. Dann hat man sehr viel Zeit, ja. Genug Zeit anscheinend. Selbst bei meiner Geschwindigkeit. Das finde ich gut. Schauen wir uns mal die Whisky-Destillerie an. Das ist ja nicht das Ziel, oder? Das wird ja auch wieder optional sein. Gut, da läuft jemand, aber um die habe ich mich auch noch nicht gekümmert. Guck mal, da können wir, wenn jetzt... Wenn wir Glück haben, könnten wir hier vielleicht hinporten, aber ich glaube, das ist zu weit weg. Oder dahin. Gucken wir einfach mal, was da drin ist. Ja, das mache ich jetzt einfach mal, bevor ich lange überlege. Nee, nicht die Waffe. Okay, vorsichtig. Scheint aber niemand zu sein, ha?
Ja, waren wir dann... Ich war hier schon, oder? Mit den toten Kindern. Ups. Ah, ich kam von hier rein, stimmt. Ich kam damals von hier rein. So hätte man da auch durchkommen können. So viele Möglichkeiten. Nee, jetzt bin ich ja wieder in dem alten... Okay, jetzt bin ich wieder in dem alten Gebiet. Ach Mensch. Das ist ja typisch für meine Orientierung. Aber kein Problem, Leute, wir sind sofort wieder da. So. Dann lass uns mal hier runter. Dann machen wir es halt doch auf die normale. So. Shit, da ist jemand. Genau, dann kümmern wir uns mal um die Wachen hier. So. Ah, diese beschissene Verdammten Kackmann. Wie sie immer so rummotzen. So dezent. Achtung, Mitglieder der Wache. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Ab sofort zum stark infizierten Gebiet erklärt. Die Bewohner müssen sofort zu benachbarten Bezirken oder zur sofortigen Deportation in den überschwemmten Bezirk geleitet werden. Bleiben Sie auf Ihren Posten, mit Spezialisten, die infizierten Körper entfernt haben. Aha. Ja, alles klar, oder? Ist er noch da hinten? Ja. What? Was macht der denn? Kämpft er gegen Ratten? Was haben die nur gegen dich, ne? Verstehe ich auch nicht. Lebt er noch? Wie ist denn das jetzt passiert? Ich war's nicht. Ich bin für dieses Chaos nicht zuständig. Sind das so viele Ratten da hinten? Moment, das will ich... Oh ja, das sind ein paar, stimmt. Aber er ist auch dumm, er ist hingerannt. Warum ist er denn da hingerannt? Der Vollidiot. Okay, ein Problem weniger. Ico war unterwegs. Der Ico. Den hole ich mir. Ah, da ist noch einer. Shit. Okay, den hole ich mir nicht. Aber die bleiben auf ihrem Posten. Das finde ich gut. Und sehen tun sie mich anscheinend auch nicht. Okay, dann lasst uns mal umschauen, was hier noch so ist. Bevor wir eine Stufe weitergehen. Würden sich die Probleme von selbst lösen. Oh ja. Dann wehe, das kommt auf meinen Chaosfaktor. Ich habe damit nichts zu tun. Dass der jetzt tot ist. So, das ist das alte Gebiet, ne? Ja, ja. Das ist alt. Und wenn ich hier durchgehen würde... Ja, ja, okay, okay, okay. Oder? Shit. Ich bin so schlimm, ne? Ich weiß. Guck nochmal. Nee, das ist nicht alt. Das sagt mir gerade nichts. Okay, da geht eh nichts. Okay. Gut. Achtung, ach, diese Durchsage immer, ey. Bitte machen Sie den Weg frei, wenn sich Ihnen ein motorisiertes Fahrzeug oder ein Stelzenläufer im Staatsdienst nähert. Da kommt diese da eh nichts. Diese Fahrzeuge werden weder Ihre Geschwindigkeit drosseln noch anhalten, wenn Ihnen Bürger im Weg stehen. Ist aber nicht nett. Ist da Lichtwand? Okay. Da sind noch diese Öltanks. Erz. Das nehme ich mal an mich. Mhm. Das Gesundheitszentrum Eulenspiegel hat erstmal geschlossen. Dr. Eule muss ins Bett. Gute Nacht, Conny. Ich hoffe, du hast es einen erfolgreichen Tag in deinem Krankenhaus und kannst nun schön schlafen. Will mir einen schnappen und dann zu zweit, ja. Da muss man nochmal umdenken, ne? Okay, apropos umdenken, da gehe ich besser nicht hin. Wo bin ich denn jetzt schon wieder?
Das ist schon wieder was anderes. Oh shit, da ist er. Wo bin ich denn jetzt? Ich muss mal das Herz holen, shit. Ganz vergessen. Wo gibt's denn hier was zu crappen? Warte mal. 55 Meter, eine Rune. Okay, noch was? Das war's anscheinend. Nur noch das? Machen. Ist nicht gut. Ah, er läuft sehr gut. Er läuft. Leute, er läuft. Läuft doch bei ihm. So, und du drehst dich jetzt nicht um. Du drehst dich jetzt gar nicht um. Du hast das Bedürfnis... Warte mal. Du hast gar kein Problem mit mir. Können wir reden? Schläger. Danke. Sehr nett. Danke. Wollte nur reden. Hat ja gar nicht weh gemacht. Das gebe ich ihm zurück. Oh, warte. Das kriegt er zurück. Klar, ich könnte mir jetzt einfach ein Betäubungspfeilchen in den Nacken schießen. Aber ich will ihn einfach von hinten nehmen, Leute. Kann ich nicht? Ich kann den Schläger nicht von hinten nehmen. Okay, ich ignoriere ihn. Das ist ja frech. Meine Rune. Alt wie die Hand eines Walfängers. Oh. Bestimmt 50 Jahre alt. Der hat für die Kaiserin gekämpft. Vergiss den. Ich erinnere mich nicht mal an die Kaiserin. Wir haben aufgeräumt. Die Straße gehört uns. Weiter. Was haben wir? 20 und 2 Elixiere. Sah mir noch 25 aus. Hier, siehst du. 20. 5 für jeden mit Bu. Soll ich in deinen Taschen gucken? Gib Ruhe, Jungchen. Nenn mich nicht so. Meinst du, kannst mich betrügen? Okay. Hallo, holen wir uns diesen Kerl. Das wird dir. Ja. Ich warte mal ab, wer übrig bleibt. Ich mach die Zahnfutter. Mal sehen, wie du. Oh, oh. Ich werde deine Leiche plündern. Das ist dein Ende. Okay, speichern. Was? Wen haben wir denn jetzt hier noch? Wer ist denn der glückliche Überlebende? Ich muss die Augen aufhalten. Das hast du nur hier angerichtet. Jetzt hat der einen Haufen gemacht. Ist das? Ah, shit. Na los, holen wir uns. Nochmal. Was? Haben fast gehabt, ey. Er dreht sich so schnell um. So. Leg dich zu deinen Freunden. Du musst für deinen Verrat bezahlen. So, und was habt ihr jetzt? Ihr habt ja gar nichts. Du hast was. 5 Münzen. Wow. Mhm. Münzen. Deswegen tötet ihr euch? Ihr seid komisch. Vor gar nicht langer Zeit war Dunwall eine stolze Stadt. Ja, der Stolz ist längst vergangen. So. Noch irgendwas hier? Was steht da?
Arena Lifter. Emperor. Zu hell. Ich habe jetzt gedacht, die hätten hier voll die geile Dealerware und dann stellt sich raus, die haben ja gar nichts. Ist ja mal wieder enttäuschend hier, was im letzten Hinterhof passiert. Naja. Was war das? Rune, Rune, Rune. Vielleicht gibt es eine Rune. Hammer, habe ich jetzt die Lichtwand übersprungen? Nee, oder? Ich weiß. Na, werde ich gleich merken. Überwinde die zweite Lichtwand. Doch, ich habe die einfach übersprungen. Auf meine Art. Ich quere das Tor zur Square. Oh, hi. Wie viele seid ihr? Okay. Doch schon. Okay, okay. Wir sind jetzt in diesem dritten Abschnitt. Vorsicht. Hätte ich im zweiten alles gehabt? Ja, geht eigentlich, ne? Die Typen wollte ich eigentlich noch ausschalten, aber gut. Aufpassen, wo hier noch welche sind. Ja, da ist natürlich einer. Den kriege ich problemlos, denke ich mal. Da ist da noch jemand. Oh nee, jetzt dreht er sich. Das war gerade so schön. Okay, wir müssen wieder warten. Ah, da ist noch einer. Aber der hat mich zum Glück nicht gesehen. Oh shit. Okay, ich gehe jetzt hin. Boah, da habe ich aber Glück gehabt. Der legt sich hin und das sieht keiner. Rune! Oh scheiße, irgendwas passiert. Corporal Meadows. Wir haben diese seltsame Rune bei einer Frau gefunden, die auf der Straße Gebäck verkauft hat. Wir wissen nicht, wie sie gestorben ist, aber weil uns die Sache komisch vorkam, haben wir sie für die Aufseher beiseite gelegt. Wenn ihre Schicht vorbei ist, bringen sie zu den Aufsehern. Die können sie dann zerstören oder machen damit, was sie wollen. Vergessen sie es nicht. Genau, wärm dich schön auf, Pandera. Und genieß den Feierabend. Da haben wir noch. Ach Gott, wir sind ja schon fast durch für heute. Das kann doch nicht wahr sein. Nein! Ich bin doch immer noch in dem Gebiet. Oh mein Gott. Ich habe doch fast nichts gemacht. Ich war heute sehr unproduktiv. Irgendwie. Es fühlt sich nach wenig an. Aber es bereitet großen Spaß. Scheint holt mich doch jetzt niemand. Okay, gut. Okay. Okay. Versuchen wir die nächsten auszumerzen. Dann schauen wir uns noch die Rune an. Ich weiß nicht, ob ich genug habe. Aber ich glaube, ich werd wirklich die Nachtwischen holen. Damit ich durch Wände gucken kann. Das wäre schon geil. Wo ist jetzt der Knilsch? Den ich gerade gehört habe. Ist immer so die Frage, wer findet wen zuerst? Er mich oder ich ihn? Hier müssten da definitiv noch welches sein. Ach, jetzt bewachen sie nicht mehr das Tor. Oder kam ich von da? Nee, das ist das Holger Square. Da muss ich hin. Aber das ist Main Mission, ne? Ich muss noch dieses Optionale beenden. Und da muss ich wohl... Dafür muss ich wohl in diese Whiskey-Destillerie, weil die mir noch angezeigt wird, richtig? Aber bist du jetzt der Einzige hier? Nee. Shit, jetzt wurde ich entdeckt, oder was? Was war das jetzt wieder für ein Sound? Ach, der hat sich... Weiß ja auch nicht. Ich will doch nur hier cleanen. Ich liebe es. Aber der muss hier weg. Wenn da noch einer kommt, der ist zu auffällig. Komm, ich mach wieder einen Haufen. Anlassen. Hast du was dabei? Nee, okay. Beziehungsweise vielleicht liegt es noch da, wo ich ihn genommen habe.
Das ist die Haupt... Richtig, okay. Ah, die Hauptquest, mein... Okay, alles klar. Gut, das heißt, wir müssen da noch hin, die Nebenquest fertig machen und dann hier weitermachen. Alles zu seiner Zeit. Da geht bestimmt nochmal eine ganze Session drauf. Aber es macht so Spaß. Und außerdem, wir haben eine Rune. I. Nee, J. Mal gucken. Vielleicht können wir ja schon was machen damit. Denn wenn ich die Nachtsicht möchte. Das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfelder durch Wände hindurch. Und bei Stufe 2 war es. Und es macht selbstverursachte Geräusche sichtbar. Achso, selbstverursachte. Mhm. Erlaubt das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfelder durch Wände hindurch. Warte mal, wie kann ich das scrollen? Ja gut, ich will es ja eh. Eine Rune, du hast 2 Runen. Ja, geil. Ja. Oh yeah. Drücke Rechtsklick, um im Dunkeln Sehen und Lebewesen durch Wände hindurch wahrnehmen zu können. Das ist halt super praktisch, wenn man hinter einer Tür steht, ne? Wer braucht dann schon noch das Guckloch? Zusätzlich kannst du ihr Sichtfeld sehen und deine eigenen Geräusche werden für dich sichtbar. In der zweiten Stufe siehst du wichtige Gegenstände durch Wände hindurch. Wie beispielsweise Sicherheitsvorrichtungen, Waffen, Munition, Münzen, Schlüssel oder Fallen. Das ist ja nur geil. Aber ich denke, das brauche ich nicht sofort. Auf was will ich dann gehen? Verlangsamung? Weiß nicht. Die Beschwörung. Das Problem ist, das fördert Chaos, ne? Damit töte ich ja. Aber der Windstoß, den habe ich mir noch gut vorgestellt. Der kostet aber auch 3 Runen. Der Gegner zurückdrängt und umwirft. Aber es tötet nicht, richtig? Es tötet nicht. Dieses Türenzerschmettern lächelt mich halt an. Darauf spare ich jetzt. Ich weiß, das letzte Mal habe ich schon darauf sparen wollen. Aber jetzt wirklich. Okay. Ja, so kann ich hier aber nicht aufhören. Ich brauche einen guten Platz. Mal gucken, ob ich hier noch was zu tun habe. Da hinten ist noch einer. Der muss noch weg. Shit, wenn er... Ja, nun, dummes Versteck. Kann er mal stehen bleiben? Ja, der sieht mich gleich, wenn ich Pech hab. Aber ich hab Glück. Gut, dass ich die Wache weggeräumt hab, ne? Nein, geh da nicht durch. Warte. Moin. Ratten? Ja, ihr habt ja hier genug Futter, ne? Mich könnt ihr ja in Ruhe lassen. Oh, shit. Ey, ich hoffe, die rechnen mir das nicht an. Das wäre gemein. Ich habe sie nicht getötet. Ich habe sie vielleicht nur ungünstig hingelegt. Okay. Ja, bis hierhin können wir ja noch alles machen. Ja, war doch schön aufgeräumt heute. Oh, da geht nix. Kabelwerkzeug. Oh Mann, man wird aber echt gut versorgt, ne? Hätte mir gar nicht so viel kaufen müssen am Anfang mit diesem... Ist jetzt ja noch nie benutzt. Die Alarmglocke läuten. Ne, ich bin doch nicht blöd. Hallo? Kann derzeit nicht geöffnet werden. Was ist das überhaupt? Ein stinknormales Haus? Ein Hotel. Nichts los hier. Na gut, kann nicht geöffnet werden und ist unzerstörbar. Braucht auch nicht zu probieren.
Hier geht nichts. Sind eigentlich die Ratten gerade? Egal. Solange sie nicht bei mir sind. The Golden Cat. Irgendwann. Gut. Abfalleimer. Vielleicht liegt was drin. Wow. Die haben echt wenig Müll hier. Könnte man meinen. Da könnte ich eigentlich auch gut die Leichen reinhauen, ne? Ich will mal... Ich wollte gar nicht durch. Ich will nur die Leiche nehmen. Aber es juckt ja eh keinen mehr. Es juckt ja niemanden mehr. Guck mal, kann ich schön da reinmachen. Ups. Ja, entsorgt. So räumt man auf. Wenigstens wird er nicht von den Ratten gefressen. Kann mir dankbar sein. Oh, das wäre fast sein Schicksal geworden hier. Ja, und jetzt geht und sucht das Weite. Ich habe den Mann gerettet. So. Nö, ich ziehe einfach wieder an dem... Ach ne, die haben das gar nicht hier bei dem dritten. Das ist ja nur ein Lämpel. Wo ist denn deine Energie? Na, da müsste ich das hier machen, ne? Aber ist egal, ich habe ja meine Umwege. Ich verschwende das jetzt nicht. Gut, ich denke, ich bin hier fertig. Ha, Golden Joe ist die Golden Cat. Da ist wohl was Wahres dran. Ja. Die meisten von euch haben den ja bereits. Ich müsste echt mal neue... Irgendwas Neues da in der Hinsicht machen. Oder machen lassen. Wenn hier die meisten schon mit ihren 30, 40 Monaten ankommen. Ein bisschen schade, wenn das nur bis 12 Monate geht, ne? Oder waren es sogar nur 10? Hä? Ah, der Schläger. Ja, ja, okay. Wir ignorieren uns, ne? Ja, ja, ich bin fertig. Wobei, einmal muss ich noch durch. Oh, das kriege ich schon hin. Ah, da geht's wieder da hoch. Mal kurz orientieren, wo ich bin. Ah ja. War da unten jetzt noch was anderes? Da hinten. Außer viele Ratten. Ja, da ist aber... Oh, 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 oh. Da ist aber was, was ich will eventuell, ne? Soll ich mich an denen vorbeitrauen? Oder wenn ich eine beherrsche, könnte ich durchflitzen, aber dann... Ah, ich weiß nicht. Wenn die mir dann folgen, habe ich ein Problem, ne? Vielleicht bewachen die da was Tolles. Ich versuche einfach mal durchzuflitzen. Ich weiß nicht... Das geht. Ich habe ja gespeichert, Leute. Es kann nichts passieren. Kann ja sonst nichts passieren. Komm, ich schlitze jetzt da einfach mal durch. Mal gucken, wie aggressiv die wirklich sind, die Viechers. Das lief doch ganz gut. Aber shit, hier ist gar nichts. Da ist gar nichts. Das können wir uns eigentlich schenken, ne? Moment. Moment. Oder komme ich da eh wohin, wo ich schon mal war? Könnte halt sein, ne? Bin ich denn jetzt? Ah, es ist... Den Damage kann man noch hinnehmen, ja. Ich glaube, da hinten war ich schon, habe ich so... Ist das nicht... Ach, ich bin wieder hier. Oh mein Gott.
Ich bin wieder hier. Alles klar. Okay, ich glaube, wir haben alles, außer die Nebenquest und die Hauptquest. Ich werde jetzt mich mal da langsam aufmachen, ne? Moin. Okay, cool. So, wo war... Ist cool, ne? Der Stream endet da, wo ich heute angefangen habe. Echt cool. Hier, 20 Meter. Gerade da vorstellen, dann können wir das nächste Mal gleich loslegen. Aufgeräumt haben wir ja jetzt. Ja, da gehen wir dann hin. Okay, Leute. Das war doch wieder was hier. Spaß gemacht. War mir eine Freude. Das nächste Mal, denke ich mal, werden wir auf jeden Fall das hier abschließen. Das ist ja nicht mehr viel. Und die Hauptquest. Vielleicht schaffen wir die erste Mission. Mal gucken. Kommt natürlich ganz darauf an, wie umfangreich diese sein wird. Aber wir haben schon mal ein bisschen was geschafft. Sehr schön. Den Schläger oben ausnocken und zu den Ratten bringen. Ja, aber ich kann ihn nicht ausnocken. Ich konnte ja nur mit ihm reden. Ich könnte ihm natürlich so einen Bolzen reinschießen, aber solange er mich in Ruhe lässt, lasse ich ihn auch in Ruhe. Ich habe schon genug hingelegt heute. Ja, ich habe zu danken für euer Interesse und dass ihr ja einfach da seid und mitschaut und mitkommentiert oder auch mitlurkt. Vielen lieben Dank dafür.